Hier haben wir ein Problem zur quadratischen Gleichung, das jetzt in der Jahrgangsstufe 9 aufgetaucht ist. Normalerweise führe ich das ja im Unterricht beim ersten Mal vor. Im Lockdown gibt es das Ganze eben wieder als Video. Die erste Möglichkeit, die ich habe, ist, ich schaue mir das Ganze mit Taschenrechner oder mit GeoGebra an. Also ein grafikfähiger Taschenrechner sollte es natürlich sein. Kürzt man mit GTR ab oder zum Beispiel GeoGebra, die Software tut es auch. So, ich habe hier GeoGebra geöffnet. Ich gebe einmal die Funktion selber ein. F von x ist gleich x minus 2. Zum Quadrat und man sieht, das ist eine Normalparabel, die um den Wert 2 nach rechts verschoben ist. Der Wert, den sie erreichen soll, ist 9. Das definiere ich als eine zweite Funktion, nenne sie zum Beispiel g von x, also g im Alphabet einfach weiter. Und das ist jetzt nicht zu sehen, weil die y-Achse nicht weit genug nach oben reicht. Das kann ich ändern, indem ich mit dem Mauszeiger auf die y-Achse gehe, die Shift-Taste drücke und dann nach unten ziehe, solange bis alles zu sehen ist, was zu sehen sein soll. Und der Befehl heißt dann schlicht und ergreifend Schneide. F und G. GeoGebra gibt freundlicherweise gleich beide Lösungen aus, nämlich an den Stellen minus 1 und 5 schneidet die Parabel die Konstante mit dem Wert 9. Das sollte man dann auch entsprechend dokumentieren, das heißt also eine Skizze der Situation machen. XY darf nicht vergessen werden. 1, 2, 3 reicht ja hier. So, Y soll hier oben 9 sein, da muss ungefähr hier 5 sein. Und dann kann ich den Graphen auch einzeichnen. Scheitelpunkt an der Stelle 2, 0 und dann weiß ich jetzt schon, es geht bei minus 1 und bei 5 jeweils durch 9. Das heißt, es muss durch diese beiden Punkte laufen und kann die Parabel nach oben ziehen. F von x gleich x minus 2 zum Quadrat darf man nochmal ruhig dran schreiben. Eine zweite Funktion g von x an der Stelle 9 ist hier. Darf man hier vielleicht mal dran schreiben. Und dann sieht man an den Stellen 5 und minus 1 sind die beiden Schnittpunkte. Mit dem Text des Instruments, den wir in der Schule verwenden, ist der Befehl bei Second Trace zu erreichen und heißt Intersect. Und wenn man das dann zweimal macht, kriegt man eben diese beiden Schnittpunkte minus 1, 9 und Schnittpunkt 2 bei 5, 9, sodass man die beiden Lösungen angeben kann. Die erste Lösung ist minus 1, die zweite Lösung ist 5, da kommt das Zeichen oder dazwischen, das sieht in der Mathematik so aus. Fertig. Aber jetzt weiß jeder, wenn ich erste Möglichkeit geschrieben habe, dann gibt es auch noch mindestens eine zweite Möglichkeit. Ich löse das Ganze algebraisch. Dann wäre der Ansatz x minus 2 in Klammern zum Quadrat soll 9 herauskommen. An der Stelle kommt im Unterricht immer sehr häufig der Vorschlag, die Klammern auszumultiplizieren. Ist auch prinzipiell eine gute Idee. So, ich mache es auch mal, auch wenn es jetzt nicht zum Ziel führt. Dann ist x Quadrat minus binomische Formel. 2 mal a mal b, also 2 mal 2 mal x, plus b zum Quadrat, also plus 2 zum Quadrat ist 9. Wenn ich das noch ein bisschen zusammenfasse, dann steht da x Quadrat minus 4x plus 4 gleich 9. Und an der Stelle ist es dann eine Sackgasse. Da komme ich nicht weiter, wenn ich nicht weiß, wie ich quadratische Gleichung lösen soll. Tatsächlich ist es sogar so, dass wir später Aufgaben kriegen, die in dieser Form, wie in der letzten Zeile gegeben sind, und dann versuchen, von unten nach oben uns durchzuhangeln, bis zu x minus 2 zum Quadrat gleich 9. Die kann ich leichter lösen. Und damit lösche ich mal diese ganze Sackgasse wieder hier. Was man tatsächlich macht, ist, man zieht die Wurzel. Dann verschwindet das Quadrat auf der linken Seite und aus der 9 wird eine 3. Nur geht auf diese Weise die zweite Lösung verloren. Man darf nämlich nicht vergessen, nicht nur 3 zum Quadrat ist 9, sondern auch minus 3 zum Quadrat ist 9 und das ist dann die zweite Lösung. Das heißt, ich schreibe hier wieder oder x minus 2 ist minus 3. Den zweiten Umformungsschritt kann ich für beide Gleichungen, die nun entstanden sind, auf die gleiche Weise durchführen. Ich will nämlich das x auf der einen Seite isolieren, das heißt, ich rechne einfach plus 2 und dann bleibt links immer jeweils nur x stehen. Hieraus wird x gleich 3 plus 2, das ist 5 oder x gleich minus 3 plus 2, das ist minus 1. Wer möchte, kann abschließend noch die Lösungsmenge angeben. Das ist immer so ein L mit einem Doppelstrich. Und dann kommt in die Mengenklammer einfach alles rein, was die Gleichung löst. Und das sind die beiden Werte minus 1 und 5. Das war's dann auch schon.